da ist er, der C-Tourer auf Basis Fiat 160 M-Jet mit 160 PS ist ein Karthago C-Tourer I149, kostet 107.393 Euro. Er ist weiß und wir werden gleich mal ein bisschen was erfahren, weil es gibt ja auch einige in Silber, was das ausmacht, wie man an so ein Fahrzeug rankommt und was es alles zu bieten hat, das werden wir gleich mal fahren. Wenn auch die Klappen öffnen, werden uns mit dem Chef hier, Hermann, Carlos Hermann, unterhalten. Und da kommt er auch schon raus. Guten Morgen. Ja, wir haben heute Dienstag, den, ich guck mal gerade auf die Uhr, wenn 20, du mal kurz schaust, den 20. 20. Oktober, ja. Ja, es wird langsam ein bisschen frischer, das heißt, die Tage werden ein bisschen kürzer. Das ist aber gar kein Problem, denn dieses Fahrzeug ist winterfest. Genau, Karthago hat generell einen Doppelboden in jedem Fahrzeug, auch in den Tourer-Modellen. Und dadurch ist das Fahrzeug absolut winterfest, weil der ganze Doppelboden sich gleichmäßig erhitzt durch die Heizung, das Fahrzeug also nicht fußkalt wird und eine angenehme Wärme im Fahrzeug herrscht. Obendrein natürlich der Abwassertank in dem Doppelboden ist, der nicht zufrieren kann, was auch eigentlich die einzige Möglichkeit ist für wirklich Wintercamping. Denn auch ein geheizter Abwassertank nützt nicht wirklich viel, weil einem der Schieber im Regelfalle festfrieren würde. Da würde man um den reinen, direkten Doppelboden also nicht drumherum kommen. Ja, wir werden es gleich mal sehen. Das ist ziemlich aufwendig auch gestaltet. Das heißt, das ganze Fahrzeug sitzt auf dem Doppelboden, ist es selbsttragend. Das ist also auch nochmal ein Vorteil. Thema Knarschen, Knirschen, die Möbel. Also im Prinzip wird das Auto auch fahren ohne Möbel. Genau, das Auto würde ohne Möbel fahren, weil das Gehäuse in der Tat alleine trägt. Das sind patentierte Bände. Patentierte Profile oben drin, wo die Seitenwände und die Dachmodule reingesteckt werden. Dadurch trägt das Ding selber halt und du könntest den wirklich ohne Möbel fahren. So, der ist jetzt weiß, den gibt es auch in Silber? Ah, den Tourer, den gibt es nicht in Silber, oder zumindest habe ich noch keinen gesehen in Silber. Da müsste ich tatsächlich selber nachschauen, da erwischte mich auf dem falschen Fuß. Ja, ist nicht so schlimm, aber ist es so, du verkaufst ganz, ganz viele. Du hast im Regelfall zwischen 50 und 100 Fahrzeuge hier. Die Tourer, die du bisher verkauft hast, die waren alle weiß? Ich habe sie bisher nur in weiß gesehen, nicht nur bei mir, sondern generell, ja. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es die nur in weiß gibt. Vielleicht mal ganz kurz so die verschiedenen die Modelle, die wir haben. Das hier ist jetzt eine C-Klasse. Die C-Klasse ist so im Prinzip die Mittelklasse? Also der Tourer ist für Karthago-Verhältnisse eigentlich das Einsteigermodell halt. Danach kommt dann der C-Line und danach kommt dann die E-Line-Serie oder dann der S-Plus auf Iveco-Basis halt. Aber der Tourer ist im Grunde genommen, ja, ich sag mal, die Einstiegsdroge. So ist es. Denn ich sag mal, auch die Länge, die ist handhabbar. Das Fahrzeug hat, klar, 107.000 Euro. Da werden die Leute wieder sagen, das ist ganz schön eine Stange Geld. Weil es gibt ja auch voll integrierte mittlerweile so, ich sag mal, so um die 50.000 bis 60.000 Euro. Aber wir werden gleich mal die Unterschiede feststellen. Das ist Hightech, oder? Das Konzept ist schon ein ganz anderes. Das Auto baut auf einem Alco-Tiefrahmen-Chassis auf, nicht auf einem blattgefederten Fiat-Flachboden-Chassis. Die Doppelbodentechnologie, die Aufbautechnologie, die Möbelverarbeitung, was in dem Auto alles drinsteckt. Das Auto ist sicherlich nicht billig, aber ich glaube, es wird schon eine Menge geboten dafür. Angebot und Nachfrage ist ja das Thema. Wenn sie zu teuer wären, ich meine, im Prinzip würden sie da noch nicht verkauft werden. Ich glaube, jeder Hersteller hat momentan die Auftragsbücher relativ voll. Karthago hat sie besonders voll und das liegt wahrscheinlich daran, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich stimmt. Ganz wichtig ist der Werterhalt. Das heißt, wenn ich das Geld investiere, ihr habt gute Erfahrungen mit dem Thema Werterhalt. Also es geht ja nicht darum, das Fahrzeug jetzt heute Morgen zu verkaufen, aber viele halten es 5 oder 10 Jahre und kriegen richtig Geld dafür noch. Das ist richtig. Das liegt auch daran, dass Karthago natürlich eine sehr vorsichtige Modellpolitik betreibt. Das heißt, die Änderungen immer überschaubar auffallen und dadurch natürlich die Gebrauchtwagen auch äußerst wertstabil sind. Momentan sieht es so aus, dass ich nicht einen einzigen Gebrauchtwagen da habe. Gar keinen? Gar keinen. Also schon Gebrauchtwagen, aber eben nicht von Karthago. Von Karthago, das ist das Heck. Wir schauen uns das gleich mal an. Auch das Heck so in der Form gibt es schon länger. Das heißt also, dort wird auch ganz behutsam gearbeitet. Genau, das wurde jetzt für das nächste Jahr, wird es ganz leicht überarbeitet. Heißt, diese Konturen bleiben zwar erhalten, aber sie stehen nicht mehr so vor wie bei dem 2020er Modell. Ja, das Schöne ist dabei auch, es wirkt sehr aufgeräumt auf. Das heißt, du hast eine klare hinten, eine entsprechende Rückwand. Das Logo ist rechts in der Ecke. Er wirkt dadurch noch größer. Ja, ich finde es auch recht harmonisch. Vor allen Dingen, man hat in den Fendern oben die Kamera mal integriert, dass das auch optisch, sagen wir mal, nicht so auffällig ist. Viele stehen ja auch drauf, wenn die Technik so hinausstößt. Aber das finde ich persönlich eigentlich ein bisschen angenehmer hier.
falls mal irgendwas ist, also die entsprechenden Module sind austauschbar, wenn es mal einen Anschluss gibt? Genau, es sind also vier Teile, die Heckstoßstange, die Seitenfender, der obere Fender. Also so gesehen, im Fall eines Schadens wird ein wenig günstiger werden. Ja, Stauraum, großes Thema. Die Heckgarage ist groß. Alles, was hier eingebaut ist, funktioniert. Ihr habt ja schon sehr, sehr lange Erfahrung mit Karthago. Wie sind da die Erfahrungen, was so die Beschläge angeht und alles? Also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber im Groben und Ganzen ist die Quote der Reklamation bei Karthago doch schon niedriger als bei vielen anderen Herstellern. So, ihr macht das seit 1972, deswegen könnt ihr das mit Fug und Recht behaupten. Mach mal bitte auf. Ja, Moment, ich muss einmal den Schlüssel nach dem Zündschloss. Genau, mach das mal rein. Ich habe dich überfallen, muss man dazu sagen. Ich zeige an der Form schon mal das Auto komplett von der Seite. Da ist er. Und er hat einen, ja, ich sag mal, einen Überhang hinten drauf. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Das heißt, er schwenkt ein bisschen nach hinten aus. Aber Carlos wird uns gleich mal ein bisschen was erzählen. Da gewöhnt man sich schnell dran. Ihr habt ab und zu Ersttäter auch mal hier, die noch nie gecampt haben? Ja, wobei natürlich der typische Karthago-Kunde sich schon etwas intensiver mit der Materie beschäftigt hat halt und bereit ist, für die Qualität auch etwas mehr zu bezahlen. Aber wir haben durchaus auch Kunden, die zum allerersten Mal ein Reisemobil kaufen. So, eine ganz große Heckgarage. Die Belastbarkeit von der ungefähr? Beim Tourer müssten es sein 350 Kilogramm, aber bitte immer die hintere Achslast beachten dabei. So, und da ist das Zubehör, der ist nagelneu. Wir haben gerade mal rausgefahren. Der, ich sag mal, der hat auch Wohnraum, eine Abdeckung dabei vom Wohnraum mit Teppichen? Das ist jetzt ein Fahrzeug, das mit Teppichboden bestellt ist. Der Teppichboden wird hier nicht ausgelegt, weil der Nächste, der ihn bekommt, freut sich drüber, dass noch keiner draufgetreten hat. So, und da ist die Technik drin, das heißt, die entsprechenden Sicherungen sind drin, genau, die sind leicht zugänglich. Das ist die Elektrozentrale, 230 Volt, der Sicherungsautomat, die 12 Volt Stecksicherung, Ladegerät und dergleichen. So, der Boden ist komplett beheizt, auch hier unten sind Luftauslässe mit drin. Genau, also da sehen wir es ganz schön, das ist der Doppelboden, hier hinten senkt man den Boden nochmal ab, halt, um mehr Höhe in der Garage zu bekommen, dass hier auch E-Bikes oder dergleichen hineinpassen. Und so wie der Doppelboden beheizt ist, ist natürlich auch die Heckgarage mit beheizt. Oben drüber ist das Bett? Bitte? Oben drüber ist das Bett? Oben drüber ist das Bett, in dem Falle zwei Einzelbetten, deswegen in der Mitte die Einkerbung, das ist die Treppe, das sehen wir gleich von innen, damit wir bequemer in die Einzelbetten hineinkommen. So, die Fenster, sehr zufrieden damit? Ja, das ist ein Dometic-Fenster, das muss ich sagen, das wird aber von sehr vielen Herstellern eingebaut, ein Rahmenfenster natürlich der oberen Preiskategorie, aber das ist eigentlich so ein bisschen, ja, ich sag mal, Standard in der gehobenen Preiskategorie. Ja, es ist auch leicht getönt, wir schauen gleich mal rein, wie das Ganze aussieht. Das hier ist ein Fahrzeug, was man auch sehr gut weiterverkaufen kann, denn der Grundriss ist sehr gefragt hier in dem Fahrzeug. Das ist der gefragteste Grundriss mit separater Dusche halt und Bad separat auf der anderen Seite. Ich würde sagen, das ist mit das gängigste überhaupt. Ja, wenn man mal aufs Klo muss, dann hat man es hier sehr einfach. Du empfiehlst sogar eine zweite mögliche Kassette sich zuzulegen. Genau. Oder vielleicht sogar eine dritte, wenn man mit einer Familie fährt. Dann kann man sammeln. Genau, also die Kassette lässt sich relativ schnell austauschen. Und im Grunde genommen ist die Kassettentoilette das, dass das Fahrzeug als erstes einbremst. Wir haben hier 150 Liter Frischwasser und 130 Liter Abwasser. Das reicht schon für zwei, drei Tage, aber die Kassette fast 19 Liter. Und das ist also das, was ich festgestellt habe, was am ersten, sagen wir mal, die Autarkie beendet. So, das heißt, Nummer zwei, der Preis von der zweiten Kassette? 154 Euro und wir sind wieder autark. Okay, das heißt, dann hat man zweimal die Möglichkeit, das zu machen. Und die ist auch dicht, wenn ich die hinlagere, da riecht man nichts, gar nichts. Das heißt, wenn sie voll ist? Nein, also da passiert gar nichts. Die muss ja auch transportiert werden danach. Da wird sie gefahren, geschuckelt halt. Und wenn die in der Garage hinten liegt, passiert gar nichts. Sie riecht auch nicht. Sehr schön. Mach nochmal zu, bitte. Unten drunter ist noch ein Fach, das kenne ich schon. Ich nehme an, das ist das getrennte Schmutzfach. Genau, das Fach, das separat ist, wo wir dann, ich würde da Kabeltrommel reinlegen, Auffahrkeile oder dergleichen, weil ich da einfach, sagen wir mal, keine Verbindung zum Innenraum habe und wenn ich da mal die eine oder andere Ameise eingepackt habe, naja gut. So, es hat überhaupt keinen Holzaufbau und das heißt also, es ist frei von Verrottung, auch wenn es mal nass wird. Ich sag mal, das schadet nicht. Es soll natürlich kein Wasser reinkommen, würde es passieren, würde es nicht mehr ausmachen, weil das Fahrzeug frei von organischen Stoffen ist. Das ist ein RTM-Schaum verarbeitet, der ist absolut resistent gegen Wasser, nimmt kein Wasser auf. Wir haben außen Aluminium, wir haben innen Aluminium, den Boden haben wir aus GFK gemacht, halt, weil er noch mal resistenter ist gegen äußere Einflüsse. Also es macht dem Fahrzeug absolut nichts aus. Ja, man sieht ja hier unten, die sind in einem durchgehend, die Beplankung, das sieht man auch nicht bei allen. Na, vor allen Dingen sind die auch aus Aluminium, nicht aus Kunststoff. Das heißt, wenn mal irgendwas passiert, guten Kratzer wird es geben, aber sie gehen nicht kaputt. Die Wand ist auch aus Alu? Die Wand ist auch aus Aluminium, die Maske vorne natürlich aus GFK, aber die Wände sind aus Aluminium.
GFK, wenn du dich mal kurz aufklärst, man kann es gut reparieren. Genau, glasfaserverstärkter Kunststoff heißt, wenn mal irgendwas passiert, halt, wie gesagt, lässt es sich tatsächlich mit dem gleichen Material oder mit Polyestermatte wieder reparieren. Aus dem Schiffsbau, hier sieht man es, ja, 3,5 Tonnen, der ist auch auf 3,5 Tonnen oder ist er hier aufgelastet? Das ist knapp bei einem 149er, das ist ein Fahrzeug mit 4,25 Tonnen, das jetzt hier steht und das, ja, es wäre machbar, aber dann wäre es ein Fall für zwei im Grunde genommen. Es wird eng. So, das heißt, ist aber so, dass die Zielgruppe, die oft das Auto kauft, die haben noch den alten Dreierführerschein, die dürfen das fahren? Im Regelfall haben sie den Dreierführerschein, weil wir reden natürlich schon über eine gewisse Preiskategorie hier. Und da ist es schon so, dass die Leute im gesetzteren Alter eher bereit sind, für Qualität das Geld auszugeben. Ja, man kauft sich das Fahrzeug im Schnitt. Ist die Haltedauer wie lange bei Karthago? Zu lange? Das sowieso, statistisch gesehen weiß ich es nicht. Wir haben wirklich Leute, die wechseln die Fahrzeuge alle 2-3 Jahre. Aber ich glaube, überwiegend bleiben die schon bis zu 8-10 Jahren in einer Hand. Das ist auch gar kein Problem. Also ich hatte zuletzt einen Hümer jetzt gefilmt vor 3 Tagen. Der Mann hatte ihn 20 Jahre aus erster Hand. Ja. Und er war auch so gut wie neu. Also man sah ein bisschen Gebrauchsspuren. Und er hat mir erzählt, er würde immer noch 26.000 Euro für kriegen. Für einen 20 Jahre alten Hümer, voll integriert. Ja, das kann durchaus sein. Der Gebrauchtwagenmarkt ist momentan sehr aufgewühlt, ja. Das stimmt, ja. Deswegen am besten neu kaufen. Das ist jetzt ein 2020er? Das ist ein 2020er. Auf die 2021er warten wir noch. Die sollten in den nächsten Wochen hier eintreffen, aber momentan haben wir sie leider noch nicht da. Sie kommen. Wir werden dann nochmal vorbeikommen, das Ganze nochmal filmen. Ja, hier sieht man schön den Doppelboden, wenn du das mal bitte aufmachst. AdBlue hat das Fahrzeug? Ja, das Fahrzeug hat es nach 6D Tempo homologiert und der braucht AdBlue. Der Tank ist aber recht groß, der AdBlue-Tank. Das heißt, die Reichweite der AdBlue ca. 5000 Kilometer, je nach Fahrweise. Ah, es gibt noch nicht so richtige Anhaltswerte dafür, also Verbrauchswerte kenne ich noch nicht, aber das sollte auf jeden Fall reichen. So, gibt es an jeder Tankstelle europaweit, sogar zum Zapfen, also das ist gar kein Problem, weil Leute ja immer sagen, ja, ich hätte den gerne ohne AdBlue. Also ich fahre jetzt einen VW-Bus schon ewig mit AdBlue. Es gibt kein Problem. Es wird auch lange vorher angezeigt, dass AdBlue fällig ist. Also man kann es eigentlich gar nicht vergessen, aber irgendwann bleibt er dann auch stehen, wenn der Tank leer ist. Ja, der würde die Leistung reduzieren, ich glaube auf 50%. Und wenn man dann immer noch nie reagiert, wird er in den Notmodus gehen, dass er wirklich nur mit 30 Kilometer bis zur nächsten Werkstatt oder Tankstelle fährt. Okay. Ja, hier sieht man es, der Doppelboden. Das heißt, also hier ist der Hauptschalter von der Batterie. Die kann ich abschalten, wenn ich länger stehe. Genau, wenn der länger als 14 Tage nicht benutzt wird, sollte man den Hauptschalter umlegen, damit die Batterien komplett entkoppelt sind. Ja, und da ist der komplette Doppelboden Stahl. Das sehen wir gleich von innen nochmal. Das sind auch von innen sind Bilgenklappen angebracht, damit man also das Fahrzeug dann auch von innen entladen kann. Es geht durch bis hinten hin. Da ist nochmal eine Vertiefung in der Mitte drin. Die ist sehr, sehr praktisch. Da kann ich also sehr, sehr tief durchladen. Das schauen wir uns gleich mal an. Mach nochmal zu, bitte. So, auch für dieses Video haben wir kein Geld bekommen, muss man fairerweise dazu sagen. Ich habe dich angerufen, Information ist wichtig. Wir hatten zu wenig Zeit auf der Messe jetzt in Düsseldorf. Und da habe ich gesehen, ihr habt ja fast alle Fahrzeuge immer da. Im Moment seid ihr auch ein bisschen ausgedünnt, nur 50 habt ihr da im Moment. Ja, wahrscheinlich sogar etwas weniger, aber normal sind es natürlich mehr, halt, aber um die 40 sollten immer noch da sein. Es kommen jetzt einige jetzt im Winter, das heißt die 2021er, könnte jetzt einer sagen, dann nehme ich einen 21er. Der Vorteil ist, ihr macht die 20er dann ein bisschen günstiger? Wir schauen mal, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, ja. Okay, das heißt, also ich könnte hier vielleicht ein Schnäppchen machen. So, mach mal auf bitte. Vielleicht. Ja, weil ich mich ja auch frage, wenn jetzt einer sieht, es kommt der 21er, der sich dann einen 21er kauft. Ich glaube, es war nach links. So, der stand jetzt die ganze Zeit, ja, wenn meine Klappe oder sowas nicht aufgeht. An der Straße. Genau. Aber das lässt sie nicht vermeiden. Ganz, ganz tief. Ist die Klappe? Ist tief, die Flaschen stehen nebeneinander glücklicherweise und dadurch, dass auch keine Kante vorne entsteht, muss die Flasche nicht drüber gehoben werden. Also wenn einer mit Stahlflaschen unterwegs ist, wird er dafür dankbar sein. Ansonsten Alu, es gibt so Tanksysteme, die man zentral mit LPG befüllen kann. Ich glaube, das ist nicht überall zulässig. Ihr macht sowas nicht? Ein LPG-Gas hat eine etwas andere Zusammensetzung als Propangas. Da dürfen mehr Schmutzanteile, Öle drin sein und das hätten die Verbraucher innen drin überhaupt nicht gerne. Ja. Wenn sowas gemacht wird, auf jeden Fall bitte einen Gasfilter dazwischen setzen. Okay, also das wäre möglich, dass man sowas anschließt. Da gibt es auch Spezialisten, die sowas machen. Das heißt, ich könnte ihn auch fernbetanken. Gastanks bietet ihr an bei Karthago? Gastank bieten wir bei den größeren Modellen an, bei den kleineren bieten wir es nicht an. Gut, man kommt aber mit 2x11 Kilo auch recht weit, im Herbst schon mal sehr weit, oder? Ja, das sind 44 Liter sind das dann und das ist eigentlich schon für 14 Tage gut und mehr als ausreichend.
Sehr schön. Ja, mach nochmal zu. Die Heckgarage haben wir schon gesehen, das ist die andere Seite. Die Türen sind gleich groß auf beiden Seiten? Sind gleich groß halt. Macht natürlich sehr viel Sinn, dass wenn man jetzt Fahrräder hat, dass man das eins von rechts, von links reinschieben kann, die Lenker nicht nebeneinander stehen halt. Und dann ist es natürlich ein bisschen platzsparender. Wow, eine Riesengarage. Das heißt, hier könnte man auch quer durchladen. Es gibt auch entsprechende Fahrradträger, die man einbauen kann, wo man die Fahrer sogar rausleiten kann, schieben. Genau, da gibt es verschiedene Systeme halt. Wie gesagt, der ganze Fahrradträger wird rausgezogen, die Fahrräder werden rückenschonend draußen drauf montiert und wieder einfach hineingeschoben. So, ich war gerade eben in der Werkstatt, habe ein Jobvideo gedreht. Ihr sucht noch Leute, richtig? Ja, das ist richtig. Wir brauchen dringend noch einen Karawanentechniker. Einen Verkäufer bräuchte man natürlich eigentlich auch noch halt. Männlich, weiblich, divers, richtig? Das ist, glaube ich, eigentlich egal halt. Ja gut, gesagt. Ich sag's nur kurz dazu, nicht, dass einer kommt und sagt, ja, du hast es nicht erwähnt, nur Männer. Ist das noch eine Männerdomäne? Nee, eigentlich nicht, oder? Nein, wir hatten auch schon eine Karawanentechnikerin gehabt, durchaus halt. Die da ist. Ist aber noch selten, oder? Das ist äußerst selten, ja. Das ist äußerst selten halt. So, wir gehen mal rein, es ist frisch. Die Fahrzeuge sind wohl temperiert drin mit 13 Grad. Ja, ungefähr. Und hier sieht man auch die Einstiegsstufe. Dadurch, dass sie einen Tiefrahmen haben, brauchen sie nur eine ganz kleine Treppe. Und ein kleines Detail werden wir gleich mal zeigen, denn auch hier habe ich die Möglichkeit, wahrscheinlich die Bank rauszuziehen. Ist patentiert das System? Geht das bei dem? Ja, die Bank wird nach vorne geklappt, weil wir hier vorne an der Klappe... Genau, zeig mal. Dann zeigen wir das direkt mal gerade, denn das ist ziemlich pfiffig gelöst. Ihr habt da ein Patent drauf. Genau, das ist patentiert halt. Wir haben die Beschläge nicht hinten, sondern haben die Beschläge vorne angebracht. Und ich habe draußen eine Klappe, wo ich eine Wasserkiste hineinstellen kann. Und wenn ich daran möchte, entriegel ich es einfach hier und kann es bequem entnehmen. Da sieht man noch die Klappe von draußen. Die hätten wir jetzt nicht geöffnet gehabt. Aber das ist einfach das Prinzip von außen beladen, von innen entnehmen. Okay, das heißt, das ist dort direkt an der Stelle, wo ich es brauche, habe es aber nicht im Raum stehen. Gerade Kisten sind ja unglaublich unhandlich. Und wenn ich keine Möglichkeit habe, an den Boden ranzukommen, den ja bei vielen auch noch fehlt, muss man sagen, der Doppelboden ist ja bei ganz vielen gar nicht vorhanden. Das ist eigentlich die Ausnahme, ja, weil es halt eine relativ teure Technologie ist. So, das ist aber sehr praktisch. Nicht nur hier hat man den Platz, sondern an vielen Stellen. Das ist aber besonders praktisch. Von außen beladen, eine schwere Kiste, egal was rein, und ich ziehe es einfach hier rein. Genau, und vor allen Dingen wird man dankbar dafür sein, wenn das Wetter draußen mal nicht mitspielt, dass man nicht nach draußen muss, um eine Flasche Wasser zu holen, halt, sondern die bequem von innen entnehmen kann. Ist es unten im Boden ein klein wenig kühler oder ist es die gleiche Temperatur? Kann man das sagen? Die Temperatur ist eigentlich die gleiche, halt, die wir da drin haben, weil natürlich der ganze Doppelboden durch die Heizung erwärmt wird. Sehr schön, ja. Ich schau mal ganz kurz, wie das Fahrzeug komplett aussieht, mit allen drum und dran. Hier sind wir drin. Das ist die Sitzgruppe, die ist typisch und klassisch. Jetzt gibt es ja viel Face-to-Face, lese ich immer. Aber ich sag mal, die Leute haben sich sehr, sehr an dieses Format gewöhnt. Also die Face-to-Face-Sitzgruppe wird von Carthago auch angeboten, überwiegend allerdings für den französischen Markt. Die ist auch nicht so wirklich neu. Die haben Mitbewerber auch schon in den 90er Jahren gehabt, aber in Deutschland ist sie nicht so ganz verbreitet. Der Sitz ist gut? Ich sitze nicht richtig drauf, aber es ist ein Agouti-Sitz halt und das ist momentan schon State of the Art. Ja, wenn du mal so lieb bist, da sind Armlehnen dabei, die sind nicht nur während der Fahrt nutzbar, sondern je nachdem, wie man sich zurücklehnt. Je nachdem, welchen Winkel ich hier haben möchte. Das ist unglaublich bequem. Alcantara, beziehungsweise hier ist so ein ähnlicher Stoff, Antara nennt sich das. Das ist ein ganz toller Stoff. Also das Fahrzeug ist nicht beheizt, ich habe mich gerade draufgesetzt. Es ist nicht so kalt wie Leder. Genau, Leder wäre jetzt ein bisschen kühl halt. Antara ist es fleckgeschützt, das Material halt. Es passiert so schnell auch nicht. Ich empfehle meinen Kunden allerdings da auch, wie gesagt, hier mit dem Fleckschutz wieder aufzutragen. Einmal im Jahr oder jedes zweite Jahr, damit es auch weiterhin so bleibt. Ja, du selbst wählst die Fahrzeuge aus. Das heißt, du kennst ja mittlerweile so ein bisschen den Kundengeschmack. Ist das hier ein Geschmack, die Inneneinrichtung, die sehr stark beliebt ist? Das Braun mit dem Weiß? Ja, also das Cremefarben halt, da haben wir keine Alternative. Das ist generell so im Tourer. Das Polster ist von mir jetzt dazu gewählt worden. Das ist Barcelona. Das ist mit das älteste und gängigste Polster natürlich halt. Und man versucht, die Autos natürlich schon so zusammenzustellen, dass sie einen möglichst breit gefächerten Geschmack treffen. Ja, wenn jetzt jemand jung ist, der sagt ganz oft, naja, das ist so ein bisschen altbacken, der Stil. Ich bin jetzt 52, mir gefällt es mittlerweile. Vielleicht hätte ich früher anders gedacht. Ist das oft so, dass also man mit dem Älterwerden vielleicht andere Musiksender hört, WDR 4 oder 5 oder 6 statt 1 Live? Also es ist natürlich schon so, dass der Carthago mehr auf das gesetztere Publikum zielt. Das liegt aber ganz einfach daran, wie gesagt, dass es auch die Preiskategorie ist, wo jetzt, ich sag mal, die junge Generation nicht unbedingt drauf springt. Nächste Problem ist natürlich, dass der Carthago bedingt durch die Technik, durch die Aufbaugeschichte, die Ausstattung, die er hat, von der Gewichtsklasse
überwiegend über 3,5 Tonnen liegt. Und da haben wir natürlich seit 2000 das Problem, dass der Führerschein nur bis 3,5 Tonnen gilt, der Pkw-Führerschein. Ja, das ist der Arbeitsplatz hier. Das heißt, ich kann hier vorne verdunkeln. Das Ganze geht elektrisch, oder? Beim Tourer nicht. Beim ist mechanisch? Elektrisch, aber das ist kein Problem. Das geht sehr schnell, oder? Ja, du musst nur das Ding zusammendrücken und dann kannst du es runterschieben. Du könntest es noch ganz runterschieben und könntest es dann von unten langsam nach oben schieben halt. Das hätte den Vorteil, wenn du da vorne, wenn ein See wäre, du wolltest auf den See schauen, du möchtest aber nicht, dass die Leute dir reinschauen, dann würdest du das lösen. Ansonsten ziehst du es einfach von oben nach unten runter. Genau, wenn du mir das einmal kurz zeigst, ja, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion, Privacy, das heißt, du kannst rausgucken, aber keiner kann reingucken. Ich könnte jetzt hingehen und könnte es von oben runterschieben. So, und jetzt kann ich praktisch aus dem Schlitz rausgucken, bin aber geschützt gegen Leute, die reingucken. Ganz genau. So. Die Seiten, wie ist das, wie funktioniert das mit den Seiten? Da haben wir kleine Magnete dran, die hat ausgeklipst. So, Mann. So, das steht natürlich ein bisschen ungünstig hier. Hier haben wir es bis zu der, das Dreiecksfenster zu, die Tür hat ein eigenes Rollo. Auf der anderen Seite haben wir ja keine Türe, da geht es dann komplett durch. Durchgehend. Ist absolut blickdicht. Ja, der Anschluss von dem Originalfahrerhaus an die voll integrierte Einrichtung, die ist sehr, sehr schön gemacht. Das heißt, ihr habt eigene Elemente von Carthago, die ihr euch habt fertigen lassen im gleichen Style? Genau, um den Übergang von dem Fiat Armaturenbrett vorne zu der Schnauze hinzubekommen halt. Die ganze Sache wird auch nach vorne runtergezogen, damit ein relativ guter Blickwinkel entsteht. Und ich glaube, nach 2,77 Meter sehen wir bereits die Straße halt. Das ist auch, glaube ich, einzigartig. Alle anderen haben deutlich über 3 Meter halt als Winkel. Okay, wenn ich hier rausgucke, quasi 2,77 vor mir, genau. Sehe ich die Straße? Sehe ich die Straße. Je nachdem, wie groß ich bin. So, ich zeige es mal gerade. Da ist eine 9-Gang-Automatikschaltung. Das steht dem Auto sehr gut. Überwiegend wird die 9-Gang-Automatik inzwischen bestellt. ZF. Ist neu, seit zwei, ja. Genau, eine ZF-Automatik, eine Wandler-Automatik. Bis letztes Jahr gab es nur die 6-Gang, das automatisierte Getriebe halt. Hat den Zweck natürlich auch erfüllt, war natürlich ein bisschen ruppiger im Vergleich zu der 9-Gang-Automatik. Aber seit die Geschichte draußen ist, wird es tatsächlich überwiegend trotz der 3.500 Euro, die es mehr kostet, bestellt. Ja, da vorne ist die Rückfahrkamera, die aussieht wie im Reisebus, die Integration, schön gemacht, oder? Genau, man hat dadurch natürlich das Radio frei für eine Navigation oder sonst was oder für die Radiosender und dergleichen, weil der Monitor separat ist. Hier sieht man auch die Anordnung, die da ist. Das heißt also, während der Fahrt bin ich ja hier, ich habe eine Freisprechinrichtung mit drin. Hier ist ein kleines Detail, ein schönes, da kann ich ein Tablet einklemmen. Genau, man kann es hier oben öffnen. Dann kann man das hier öffnen halt, dann lässt sich ein Tablet oder ein großes Handy einklemmen halt oder eine Karte einklemmen, wie auch immer. So, das Ganze gibt es aber, glaube ich, bei jedem Fiat. Das ist jetzt nicht Carthago-like. Das ist jetzt nicht Carthago-spezifisch, das ist eine Fiat-Konstruktion. Ja, weil mich viele Leute das noch nie geöffnet haben und ich dann komme nach 2-3 Jahren und sage, hier, das kann man einklemmen. Da hat der Händler es ihm nie gezeigt. Nee, gibt es wirklich. Ist wirklich so. Ja. Ich habe Leute, die haben das noch nie gesehen. Ich muss sagen, soll das Carthago-exklusiv? Carthago-exklusiv, nee. Wenn du mal kurz den einen Sitz ein bisschen drehst, genau, dann kann man hier zeigen, auf der Seite hier habe ich natürlich eine ganz große Ablage. Hier kann ich auch, wenn ich Fernseh schaue, einfach mal was abstellen. Aber auch das Fach ist riesengroß, geht sehr tief. Geht recht weit runter. Ist wirklich tief. Ja, passt schon was rein. Beispiel, was wäre da zum Beispiel drin? Weil es ist ja recht schmal. Was können wir reinmachen? Guck mal da rein, Bücher, Reiseliteratur oder dergleichen halt. Flaschen würden auch eingehen. Das heißt, wenn ich die jetzt mit Schaumstoff ein bisschen... Nur wir hätten da vorne noch einen Flaschenhalter. Also für Getränke, das würde ich persönlich jetzt nicht machen. Ist aber auch Geschmackssache. Genau. Kann man reinlegen, was man möchte. Anti-Rutschmatten, die machen das denn auch so hinten drin, dass ich zum Beispiel hier unten jetzt eine zusätzliche Kassettentoilette reinmachen könnte, die nicht rumrutscht. Das habt ihr auch im Programm, gell? Das haben wir auch im Programm. Und wenn einer ganz besonders schnell fährt, will man zwei kleine Leistiele auf den Boden setzen, halt, damit sie gar nicht hin und her rutschen kann. So, ich zeig mal gerade, du bist ein kleines bisschen gebückt. Du bist 1,81 Meter. Das hat was damit zu tun. Hier ist ein Hubbett drin. Das werden wir uns gleich mal angucken. Aber der Fernseher, die Integration des Fernsehers ist sehr schön gelungen, denn ihr habt keinen Motor drin. Man zieht ihn mit einer Gasdruckfeder einfach hoch. Genau, eine Gasdruckfeder unterstützt die ganze Sache. Bei den Temperaturen natürlich wird es ein bisschen schwieriger gehen, aber es funktioniert. So, normalerweise ist das Fahrzeug ja beheizt und dann kann man den zusätzlich noch mal rausziehen. Genau, der lässt sich dann noch klappen halt. Ein großer Fernseher? Es müsste ein 32er oder ein 24, 32er müsste das sogar sein, ja. 32er. 32 Zoll. So, das ist heutzutage auch kein Thema, wenn Leute sagen, der ist aber zu groß, die Abstände mit Full HD
Da darf man ruhig etwas näher davor sitzen. Der Abstand ungefähr 2 Meter. Das heißt, die eine Person könnte hier die Füße hochlegen. An der Stelle könnte sich hier reinlümmeln, könnte Fernsehen gucken, der andere auf dem Fahrersitz. Das sind so die bequemsten Plätze im Grunde genommen zum Fernsehschauen. Einer in die Ecke und der andere auf dem Fahrersitz. Ja, selbst im Hubbett habt ihr den Platz genutzt, wenn du da mal kurz öffnest. Ja, da haben wir auch noch kleine Fächerchen eingebaut. Ja, für Kleinigkeiten. Kartenspieltempo, Taschentücher oder dergleichen geht hinein. Okay, ja, kommen wir mal zum Hubbett. Das ist sehr einfach. Ja, wir müssen die Sitze noch einmal aus dem Schwenkbereich rausnehmen, weil das Hubbett sehr weit runter geht. Kurze Frage, die Tür, Aufbautür, die ist zentral verriegelt bei Karthago? Bei diesem Auto jetzt ja, wobei es bei dem Auto tatsächlich eine Sonderausstattung ist, ich glaube 395 Euro, aber das Auto hat die Zentralverriegelung mit drin. So, großes Panoramafenster noch hier oben und jetzt kommt's manuell. Ist das schwer? Nein, das ist einfach nur, es wird entriegelt, auch da sind Gasdruckdämpfer, die ganze Sache unterstützen. Und das war es dann auch schon. Wir haben eine Tiefe von 1,60 Meter. Das kann man also auch durchaus zwei Erwachsenen zumuten. Ja, das ist aber nicht das einzige Bett. Das ist schon sehr, sehr geräumig. Das wäre ja, das Notbett ist übertrieben. Also ich glaube 1,60 Meter ist dann viel als Hauptbett nicht. Aber wie gesagt, das ist für zwei Kinder, für zwei Erwachsene völlig ausreichend. Wenn du mal gerade das zumachst mal, dass man mal sieht, wie man sich da vereinzeln kann. Das heißt also, auf der rechten Seite hat man einen Vorhang. Ja. Den kann man öffnen wie in der Business Class im Flugzeug. Kann ich dann einfach zumachen. Macht uns unglaublich viel aus vom Gefühl her. Wenn man so ein bisschen, ich sag mal, heimelig gerne schlafen möchte dann, und das einfach mal schließt, dann ist man komplett alleine. Und das ist manchmal ganz gut. Man könnte auch sogar Fernsehen schauen vom Bett aus, das geht auch. Das geht nicht? Das ist ein bisschen schwierig. Also man das kann ist dann, den Fernseher rausholen, aber man ist dann im Weg. Nur die Hälfte. Das ging früher, als die Fernseher kleiner waren, aber bei dem großen geht es nicht mehr so. Gut, dann muss man halt schauen mit dem Tablet, was ja viele machen. Das ist mittlerweile ja auch gang und gäbe. Ihr habt die Fahrzeuge stets ausgestattet mit einer Fernsehanlage bei der Bestellung? Sat-Anlage? Der Fernseher wird mitbestellt. Die Sat-Anlage bestelle ich persönlich eigentlich nicht mit, weil ich nie so genau weiß, ob der Kunde vorne und hinten Fernsehen gucken möchte. Und wenn ja, unterschiedliche Programme. Dann will ich dann eine Twin-Sat-Anlage montieren halt. Und das kann ich im Nachhinein relativ schlecht ändern. Das sind so individuelle Zubehörteile, die ich gerne dann festlege, wenn das Auto an den Endkunden geht. Also im Prinzip auch, wo der Fernseher hinten hinkommt, was für ein Fernseher hinten hinkommt, was für eine Anlage hinkommt. Viele wollen ja gar keinen, ich sag mal, keine Satzschüssel mehr haben, weil sie gucken über eine Flatrate. Das ist mittlerweile auch über die Telekom oder Vodafone, ich sag mal, auch erschwinglich, dass man überall Internet hat. Ja, da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß, weil ich generell nicht so viel Fernsehen schaue. Aber das geht natürlich. Und wenn ich zu Hause schon mal eine Sendung verpasst habe oder die Nachrichten, dann mache ich das natürlich auch übers Internet, übers Notebook halt. Ich mache das so. Also ich habe an dem Fernseher so einen kleinen Stick angeschlossen. Der hat 25 Euro gekostet von Amazon und habe dann Zugriff auf YouTube, auf und so weiter und so fort. Ja, hier vorne noch eine Klappe. Die ist auch recht groß. Wir machen mal gerade den Raum kurz nochmal fertig. Das waren jetzt auch ungefähr 20 Sekunden. Dann sind die Sitze wieder oben. Das Drehen der Sitze, ist das schwer? Nein, das ist eine Orientierung drin. Sie rasten immer, sagen wir mal, entweder auf der senkrechten Position nach vorne, aber 180 Grad später hinten ein. Das ist natürlich auf der anderen Seite. Der wird nur einmal entriegelt. Wie gesagt, es rastet genau in dieser Position ein. Man muss gucken, dass die Position einigermaßen stimmt, wenn man ihn drehen möchte halt. Da haben wir ein bisschen vor. Gibt natürlich auch eine Position, wo er einmal komplett sich rumdreht. Sehr schön. Das ist aber einfach. Das heißt, ich muss mich da nicht verrenken. Ich habe nämlich die divers mal, also man muss auch sagen, diese Sitze sind nicht ganz billig. Sie sind von Agouti. Das sind Agouti-Sitze, ja. Das ist so High-End, kann man schon sagen. Das ist, glaube ich, der Marktführer in diesem Bereich, ja. So, und dann habe ich hier integriert die Kopfstützen mit drin. Das heißt, also hier habe ich zwei Sitzplätze zusätzlich hinten. Genau, das heißt, Sitzplätze bei den neuen Fahrzeugen müssen in Fahrtrichtung sein, mit Kopfstützen, mit Dreipunktgurten. Und das ist dann so ein bisschen das Problem bei der Face-to-Face-Sitzgruppe halt, da würde es dann ein bisschen eng werden. So, eine Besonderheit, ich guck mal gerade, ob der das auch hat, hat er auch. Habe ich so ganz selten gesehen, da ist ein kleiner Knopf, den kannst du mit dem Fuß bedienen und dann ist entriegelt. Zeig mal bitte. Der Tisch lässt sich verschieben halt in beide Richtungen. Und das geht natürlich nur, wenn ich den Knopf bewege. Weil ansonsten würde während der Fahrt der Tisch hier auch hin und her rutschen. Den Knopf nicht benutzen. Wenn ich den Tisch einfach drehen möchte, muss ich nicht drauf treten. Das geht so. Okay. Und so bin ich da eigentlich recht flexibel, wo der Tisch hin soll.
Das ist aber so schwer, das Drehen, dass es von alleine nicht geht, oder? Das ist eine kleine Schraube, man könnte es noch einstellen. Halt. Von alleine verdreht er sich nicht, halt, wie gesagt, aber es ist jetzt nicht schwierig. Das ist ein Widerstand einfach dazwischen. Das heißt, wenn du jetzt hier sitzen würdest auf der Seite, wenn du das mal gerade machst, du kannst den Tisch so drehen, dass man quasi face to face auch sitzt. Das könnte ich jetzt natürlich machen, halt. Aber das sicherlich der Katzenplatz hier ist, halt, weil ich nicht so viel Sitztiefe habe. Ja. Aber ich hätte jetzt natürlich, jetzt komme ich hier an den Knopf relativ schlecht dran, hätte ich jetzt eine sozusagen Face-to-Face-Sitzkette. So, das Querdrehen würde auch gehen, wenn jetzt jemand da frühstücken möchte auf der anderen Seite. Wird das gehen? Also jetzt die entsprechende Platte querdrehen? Die Platte kann ich drehen, da bin ich da nur zu kräftig für, vermute ich mal. Naja, es geht da. Aber das fände ich jetzt nicht sonderlich bequem. Stimmt. So, das war jetzt mal ein Beispiel. Ich guck mal gerade. Für Kinder wäre es ganz gut gewesen. Das heißt, es hier würde ja auch gehen. Das heißt, hier habe ich jetzt genug Platz. Ja, sehr schön. Was ich schon gesehen habe an Tischen, wo wir uns bemüht haben, also die zu verstellen, die Tische, und wir haben es nicht direkt auf Anhieb geschafft, ja. Sie haben gehakt, man musste mehrere Schrauben drehen und so weiter, aber das mit diesem Knopf unten, das finde ich schon sehr, sehr gut gelöst. Ja, eine ganz große Besonderheit ist der Doppelboden. Und wir haben ja jetzt gerade eben nur einen Stauraum gesehen, der war hier. Und das ist direkt ein Stauraum, der direkt im Eingang ist, der so phänomenal groß ist, dass man ihn einfach zeigen muss. Der geht auch tief runter. Ja, das Schöne daran ist, dass die Bilgenklappe auch von alleine hält. Es sind drei große Scharniere, die sie festhalten. Der Doppelboden ist relativ tief. Ich stelle mich mal rein halt. Ist das zulässig? Das geht, das hält ja aus. Es soll ja als Stauraum dienen halt. Also das ist kein Problem. Also 90 Kilo hält er jetzt ganz problemlos. Hätte ich mich jetzt nicht getraut, aber wenn du sagst, das geht, dann ist das kein Problem. Nein, es geht. Ein schönes Detail ist, man kann auch zentral das Wasser rauslassen. Genau, ganz zentral alle Ablasshähne für sämtliche Wasserleitungen an einer Stelle. Das hat den Vorteil, wenn du den im Winter dann abstellst, soll das Wasser ja raus, dass du nicht überlegst, habe ich noch irgendwo ein Ventil vergessen, noch in irgendeine Klappe reinkrabbeln muss. Das passiert hier nicht, weil ich alles zentral an einer Stelle habe. Ist es schwer zu schließen? Nee. Mach mal bitte. Lass mal sehen. Okay. Das heißt, man kommt überall ran. Ich darf auch reinsteigen, ganz offiziell. Ja, wenn du mal gerade so lieb bist, die mal zumachst, die Klappe. Ist der stark, der Widerstand von der Klappe? Nee, also ich nehme es mal. Der würde mir nur runterschlagen jetzt. Deswegen halte ich es einfach mal fest mit einem Finger. Ja. Zumachen. Teppich ist dazwischen. So, jetzt haben wir hier vorne noch ein Detail. Da ist ein Schuhschrank eingebaut. Genau. An das Polster relativ, also an die Sitzgruppe relativ schlecht rankommen an den Stauraum. Ich komme zwar immer noch bequemer dran als bei vielen Mitbewerbern, weil auch das halt patentiert ist. Das Polster ist hier vorne getrennt. Ja. Ich kann das Polster hier hochklappen. Ja. Die Decke bleibt auch von alleine, sollte von alleine oben bleiben. Ich mache mir die Schublade mal rein. Aber bedingt durch die Armierung der Gurte ist es natürlich schwer zugänglich. Man kommt da von außen durch die Klappe wesentlich besser dran. Das würde theoretisch gehen, wenn sie jetzt irgendwas hier verrutscht oder ich komme mal nicht ran. Genau, und von außen haben wir ja hier von innen die Schublade drin als Schuhschrank oder sonstiges halt. Deswegen wird man das in der Tat nur im äußersten Notfall benutzen. Mhm. Da ist jetzt eine Luftheizung drin. Das bedeutet, die ja normalerweise Auslässe hat, aber hier ist das ja so, dass die im Prinzip im Doppelboden ausgelassen wird. Genau. Der wird beheizt. Die Auslässe haben wir natürlich, aber wir müssen sie nicht unbedingt alle öffnen, weil natürlich die warme Luft in den Doppelboden zirkuliert und dadurch die warme Luft von unten langsam hochsteigt. Ja. Also das ist der Effekt einer Fußbodenheizung. Eine Warmwasserzentralheizung ist natürlich schön, bei einem normalen Auto würde ich sogar sagen fast unabdingbar, weil ich die Staubverwirbelung habe. Beim Karthago ist es vernachlässigenswert, weil der ganze Doppelboden sich erwärmt. Das haben wir ja gesehen, der Boden, der drunter ist. Ja, das ist die Steuerung, die ist recht einfach, braucht man keine Angst vor haben. Nein, das ist mehr oder weniger selbsterklärend halt. Wie gesagt, es gibt einen Hauptschalter und dann für jeden, also für die Lichtschalter, für das Licht gibt es einen Schalter, für die Wasserpumpe und auch einen Medienschalter, um das Radio und den Fernseher einzuschalten. Das heißt, ich kann das zentral auch abschalten, wenn ich gehe? Genau, es reicht also den Hauptschalter zu drücken, dann ist alles aus. So, es kann ja sein, dass ich sage, ich möchte die Wasserpumpe behalten, Strom möchte ich drin haben, also Licht möchte ich haben, Wasserpumpe möchte ich aushaben, dann kann ich das nochmal separat schalten. Ja, da ist das Anzeigegerät, der zeigt mir an, wenn eine Flasche leer ist. Seine Duo Control, die er drin hat, und sobald die Hauptflasche leer ist, zeigt er das an, wie gesagt, dass er auf der Reserveflasche ist.
Die Truma 6, auch ganz bewährt. Also ich habe Leute, die haben die Jahre über Jahre über Jahre und es gibt überhaupt keine Ausfälle. Das heißt, sie funktioniert sehr zuverlässig. Ja, Truma ist ja seit Jahrzehnten Marktführer in diesem Bereich und natürlich wird irgendwann mal eine Ausnahme sein, aber das ist schon eine recht ausgereifte Geschichte halt. Wenn mal irgendwas nicht geht, da gibt es Handbücher drin, das Gas ist mal leer und so weiter, wie man das resettet. Da gibt es eine Schulung, eine Einweisung? Also bei uns gibt es eine Einweisung, ungefähr 1-2 Stunden, wahrscheinlich eher 2 Stunden bei einem Auto. Aber natürlich sind auch Handbücher dabei, wo man das nachlesen kann halt. Und wenn wirklich mal alle Stricke reißen und man steht vor Ort und weiß nicht, wie es geht, dann sind wir auch telefonisch zu erreichen und können das dann auch telefonisch erklären. Ja, schön gemacht, auch die Garderobe. Der Griff ist versenkt. Der Griff ist bündig eingelassen, damit, wenn ich jetzt hier rein und raus gehe, mit der Jacke nicht hängen bleibe, eventuell eine Tasche in der Hand habe, nicht dran hängen bleibe. Das sind eben die Details, die in Cartago ausmachen, wo wir als Händler schon so ein bisschen betriebsblind sind und das gar nicht mehr mitbekommen. Nur wenn man ein Konkurrenzfahrzeug reinstellt und sagt, ach, schon wieder an dem Bügel hängen geblieben, dann merken wir einfach, was wir an dem Auto hier haben. Ja, die Küche, auch die ist ganz hochwertig vom Möbelbau. Wenn du dich mal kurz reinstellst, bitte. Da ist dort eine Vertiefung mit drin, dass man gut an die Schränke rankommt, wenn man ein bisschen kleiner ist. Ich kann näher rantreten. Genau, es macht natürlich auch, es sieht optisch schöner aus, wenn ich das ein bisschen organisch forme, als wenn ich hier einen Block hineinsetze halt. Und es hat natürlich obendrein auch noch einen Sinn, weil wir haben hier oben einen kleinen Oberschrank, wo wir dann die Kaffeemaschine integriert haben halt. Und so lockert die Sache sich natürlich ein bisschen auf, dass wir so einen leichten Versprung nach vorne haben, eine organische Form eingebaut haben. Also ich finde, es sieht ein bisschen schöner aus, als wenn ich hier eine glatte Wand durchziehe. Ja, die Schränke sind recht tief. Der ist jetzt nicht ganz so tief? Ja, es geht aber. So, das heißt, Teller und so weiter, die sind problemlos drin, aber es gibt noch viel mehr Schränke, die etwas tiefer sind. Ja, wir haben natürlich die ganzen Schubladen noch hier unten drin halt. Das ist nicht das Problem. Also die ist natürlich jetzt besonders tief, weil wir nach hinten durchgehen. Ziehen sich auch von alleine zu, trotz der Temperaturen jetzt. Bei 20 Grad funktioniert es besser. Ist natürlich auch jeder Zentimeter benutzt. Auch hier nochmal ein kleiner Raum für Flaschen oder dergleichen. Und dann sind natürlich weitere Details halt, wie gesagt, wo andere noch dran arbeiten. Das ist zum Beispiel die Küchenabdeckung. Das ist auf der anderen Seite nicht nur ein Schneidebrett. Wir nehmen es auch und packen es da oben rein und haben eine zusätzliche Ablage weiterhin. Das sind eben so die Kleinigkeiten, die den Cartago ausmachen. Oder wenn ich mir den Kocher anschaue, da geht natürlich mal was daneben halt. Das bleibt nicht aus. Wie gesagt, ich habe hier ein Gussgitter, das kann ich mit einer Hand rausnehmen, kann den Kocher sauber machen und setze es einfach wieder rein halt. Das ist kein Draht, der da drin ist, ein kleiner Stahlblechdraht, sondern richtig Guss. So, ist drin. Strom habe ich an Bord. Ist der Wechselrichter hier drin integriert oder kann man den nachrüsten? Na, das müsste dann tatsächlich nachgerüstet werden halt. So ein Wechselrichter ist schon ein recht teures Zubehörteil halt. Und ist tatsächlich die Geschichte, desto teurer das Auto wird, desto ja, vielleicht leichter sitzt das Geld fürs Zubehör. Aber ein Wechselrichter, selbst subventioniert mit der Kaffeemaschine 1475 Euro, das ist beim Tourer jetzt nicht unbedingt die Regel halt. Also es gibt natürlich auch Wechselrichter, die wesentlich einfacher sind, aber wir sprechen hier von einem Sinus-Wechselrichter mit hoher Qualität, der auch wirklich funktioniert, einem nicht im Stich lässt. Man muss da auch da genau hinsehen. Ja, Wechselrichter ist nicht gleich Wechselrichter. Wir können so ein Ding natürlich auch für 300 Euro einbauen. Das reicht dann, die E-Bikes zu laden. Aber hier wäre es dann ein Wechselrichter mit einer sogenannten Vorrangschaltung. Der erkennt, wenn Landstrom anliegt, alle Steckdosen würden automatisch vom Landstrom getrennt halt. Mit einer Fernbedienung, weil der das Ding auch im Ruhezustand Strom zieht. Also das ist dann schon Hightech. Und wie du schon sagst, das ist reiner Sinuswechselrichter mit einer Leistung, Dauerleistung von 1800 Watt. Nicht, dass einer kommt und direkt einen Kommentar drunter schreibt, ja, Wechselrichter gibt es ja schon für 69 Euro bei Konrad. Das ist was anderes. Also wir sprechen von einem Sinuswechselrichter, wo auch Notebooks, genau, reine Sinusspannung. Meistens von Dometic habt ihr die oft? Wir bauen die von Dometic ein, ja. Okay, die funktionieren. Ja, hier großer Kühlschrank, auch von Dometic. Der ist sehr bewährt. Ja, das ist der sogenannte Tech Tower, ist es von Dometic. Man könnte ihn auch noch mit Backofen bestellen, dann wäre das Fach oben noch ausgefüllt, das Fach unten würde fehlen, der Kühlschrank wäre tiefer. Das ist jetzt, wie gesagt, der Tech Tower, ich meine, der hat 165 Liter, ein AES-Kühlschrank, automatische Energiewahl. Das heißt, also er sucht sich die Wahl, er versucht zunächst auf Strom zu zünden, auf 230 Volt halt. Wenn er das nicht hat, geht er auf Gas über, startet der Motor halt, geht er automatisch über 12 Volt über die Lichtmaschine. So, der macht doch schön kalt. Aber es gibt Grenzen, muss man sagen. Wenn man jetzt hier steht in der Sonne bei 45 Grad, dann sinkt die Kühlleistung ein bisschen ab, aber er macht immer noch kalt. Er macht es immer noch kalt, aber ein Absorberkühlschrank ist konstruktionsbedingt, kann er nur, ich meine, 24 Grad zur Außentemperatur runterkühlen. Das ist einfach konstruktionsbedingt. Aber dafür hat er den großen Vorteil im Gegensatz zum Schwingkolbenkompressor, dass er eben auf Gas funktioniert.
Ja, hier vorne ist ein großes Gefrierfach. Auch da, das macht richtig kalt. Und da kann ich auch eine Pizza einfrieren. Ja, wenn sie nicht zu groß ist, auf jeden Fall. Ne? Dass sie reinpasst. Sehr schön. Hier sind Folien übrigens drauf. Ich zeige das mal gerade an der Seite. Nicht, dass Sie sagen, das ist aber nicht so schön, denn alle Folien sind drauf, wo man Folien drauf lassen kann. Der neue Besitzer freut sich dann drüber. Ja, es wäre natürlich schöner, wenn sie hier ab wären jetzt für die Besichtigung. Aber wie du schon sagst, die Autos müssen ja auch irgendwann mal verkauft werden halt. Und da freut sich natürlich der neue Besitzer, dass er die Folie selbst abmachen darf oder wir sie in seinem Beisein abmachen halt und garantiert keine Kratzer unter der Folie sind. Schön. Ja. Dann schauen wir uns mal die nächste Stauklappe an, denn das ist die Besonderheit bei Karthago, überall Stauklappen. Also erkennst du es daran, wenn diese Verschlüsse dran sind, das ist wirklich ein Staufach. Nochmal so groß? Ja, das geht auch sehr weit runter, für eine Kiste Wasser passt es auf jeden Fall. Okay, da kann ich auch ein Bier reinmachen zum Beispiel. Genau, da passt schon einiges rein. Getränke eignen sich natürlich ideal, weil man sie von oben herausnehmen kann. Und da sieht man auch die Heizung? Genau, da laufen die Rohre, alles ist natürlich mitbeheizt. Hier sagt man, hier geht man jetzt unter den Doppelboden noch drunter, im Grunde genommen zwischen die beiden Träger des Alco-Chassis. Der Doppelboden selber ist ja hier, das ist der Bereich, sagen wir mal, die sogenannte Bodenplatte. Und hier geht man zwischen die Träger runter. Und damit es dann nicht zu kühl wird, wird dann nochmal extra ein kleiner Warmluftschlauch hingelegt. Toll. Ja, das ist, wie gesagt, das Liebe zum Detail beim Karthago, die man im ersten Moment gar nicht so sieht. Wenn man natürlich alles zusammenzählt, wahrscheinlich vergesse ich noch die Hälfte, dann weiß man auch, warum das Auto einfach ein bisschen teurer ist als andere Autos. Ja, Knirschen und Raumgeräusche während der Fahrt. Also man sollte Fahrzeuge auch mal Probe fahren, dann kann man den Unterschied erstmal sehen. Richtig, also der Karthago ist, wir sind nicht gezwungen, die Möbel hier mit den Seitenwänden, mit der Decke knirscht, zu verschrauben halt, weil der Aufbau alleine trägt, das Möbel trägt auch allein. Das heißt, wir könnten das Auto ohne Wände fahren und wir könnten das Auto auch ohne Möbel fahren. Das ist bei den meisten anderen Herstellern nicht möglich. Die brauchen die Möbel, um den Aufbau zu stabilisieren. Der Nachteil ist natürlich, dass sich sein Auto verwindet, auch dieses Auto verwindet sich. Aber dadurch, dass die Möbel, wie gesagt, ja, schwingend ausgehangen, ist jetzt falsch ausgedrückt, aber auf jeden Fall nicht so mit der Seitenwand verbunden sind, haben wir hier nicht diese extremen Knatschgeräusche wie bei vielen anderen Herstellern. Ja, hier sieht man, auf der linken Seite ist das Bad. Hier ist die Ausbuchtung mit drin. Auch die ist schön zweifarbig mit Weiß. Das macht dem Fahrzeug Luft. Also es ist ja nicht so erdrückend vom Holz her wie auf der rechten Seite. Das ist abwechselnd immer Weiß und Holz. Das macht hell. Genau, das Holz könnte man noch wählen. Es gibt noch einen etwas helleren, ins Gräuliche gehenden Farbton hier zu. Aber das Cremefarbene, das Weiße bleibt so. So, gehen wir mal durch. Nochmal eine Stauklappe oder ist das, ja, das ist eine Serviceklappe? Achso, das ist jetzt ein kleiner Verschluss? Ja, das heißt, dann müssten wir wieder einen Abwassertank drunter haben. Haben wir auch, wie gesagt, damit, wenn es mal gereinigt werden soll oder irgendwas dran sein sollte, alles leicht zugänglich ist. Ja, auch da mal bitte in die anderen Reisemobile reinschauen, wie das gemacht ist. Also hier komme ich überall problemlos dran. Wenn ich mir den Deckel anschaue, wie gesagt, der ist natürlich auch nochmal isoliert halt, wie gesagt, die ganze Geschichte. Das ist eigentlich alles schon, ja, sag mal, eine andere Qualität. Ja, das ist außen nochmal behandelt, dass da die Feuchtigkeit nicht eintreten kann. Mensch, man muss das ja erklären, warum das Fahrzeug eben 100.000 Euro kostet oder etwas über 100.000. Denn es sieht ja von außen, sieht es ja so ähnlich aus wie andere. Es sieht so ähnlich aus, aber allein die Technik, wie gesagt, bei diesen 100.000 Euro ist aber schon der 160 PS Motor drin. Da ist das 9-Gang-Automatikgetriebe bereits mit eingerechnet halt. Der Basispreis wäre natürlich auch günstiger, aber ein Karthago, ich sag mal, sparbrötchenmäßig auszustatten, ich glaube, das wäre am Markt vorbeigezielt. Ja, wo fängt es an in der Grundausstattung? Ich meine, das Auto liegt in der Grundausstattung bei etwas über 80.000 Euro. Das geht aber selten über den Tisch bei dir, ne? Nein, das würde ich auch keinem empfehlen halt, wie gesagt, weil wenn er so einen asthmatischen 120 PS Motor da drin hat halt, ich weiß es nicht, das passt nicht zum Karthago. Ist das spürbar, 120, 160? Der geht ganz anders. Oh ja, es ist vor allem das Drehmoment. PS kann man ja gar nicht messen. Die werden ja nur errechnet aus Drehzahl und Drehmoment. Und das Drehmoment bei dem Auto liegt, 160 Automatik, der liegt bei 400 Newtonmeter. Also das ist schon eine Ansage halt. Also zum Vergleich hatte mal, glaube ich, ein PKW mit 8 Zylindern und 300 PS. Der hatte gerade auch 400 Newtonmeter gehabt. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also 400 Newton ist schon eine Ansage. Da ist auch die Maschine, hat etwas mehr Hubraum, glaube ich. Die hat 2,3 dann. Die Maschine hat 2,3, das ist leider ein Downsizing, was wir nicht verändern können oder nicht mehr verhindern können. Also mir wäre es auch lieber noch ein 3-Liter-Motor, aber der ist wahrscheinlich nicht so sparsam, nicht so ökonomisch wie das Ding hier.
Ja, das hier ist das große Bett, das Längsbett. Du hast fast nur Längsbetten. Also ich habe das französische Bett noch gar nicht gesehen bei dir. Die haben wir natürlich auch als Queensbetten. Französische Betten wäre tatsächlich ein Bett, das in der Ecke stehen würde. Das macht man heute nicht mehr. Also Karthago macht es nicht mehr, weil wir da auf eine Breite von 1,35 Meter und im Fußbereich von 1,10 Meter kommen halt. Und das ist vielleicht für den normalen, ja vielleicht Mitteleuropäer nicht, aber für den normalen Deutschen mit 80, 90 Kilo ein bisschen wenig. Und deswegen haben wir entweder Einzelbetten oder wir haben in der Mitte das Queensbett stehen mit 1,45 Meter dann. Genau, wenn du mal gerade jetzt dort mal drauf gehst, hier ist Folie drauf, du darfst also ruhig mal mit den Schuhen drauf, Schutzfolie ist montiert und dich mal hinlegst auf die Seite hier, auf die linke Seite einmal, dass du dich mal ganz hinlegst und mal seht, wie man da einsteigt. Das ist also vollkommen problemlos. 2 cm wachsen, weil wir haben auf jeden Fall auf einer Seite mindestens 2 Meter. 2 Meter auf einer Seite, das ist wahrscheinlich die kürzere Seite. Guck mal grad. Die längere, würde ich sagen. Das ist die längere. Wenn ich das so sehe, aber mit 1,81 passe ich auch auf die andere Seite, weil 1,90, 1,95 haben wir auch da auf jeden Fall. Genau, wenn du mal so lieb bist, auf die andere Seite gehst, nur mal zum Zeigen. Das heißt, die eine Seite ist immer ein bisschen kürzer, weil hier das Bad ist. Das ist von Modell zu Modell unterschiedlich, aber wir haben auf jeden Fall in jedem Fahrzeug ein Bett, das mindestens 2 Meter, teilweise auch 2,5 Meter, 2,7 Meter ist. Teilweise sind sie auch gleich lang, das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. So, man kann das noch vergrößern, das zeigen wir gleich mal, aber leg dich mal hin. So, jetzt gibt es auch noch eine Besonderheit. Ich denke mal, vielleicht hat der das auch, dass man das Lattenrost anstellen kann zum Lesen. Hochhängen, das Lattenrosten könnte das also schräg stellen, das ist kein Problem. Da müsste ich nur die ganze Matratze zu hochheben. Aber das ist natürlich machbar. Also. Das geht sogar sehr schräg, wenn ich Fernseh schaue, kann ich ganz bequem Fernseh gucken hier, ich praktisch wie, ausprobiert, aber ich wie im Sofa. Ich kriege schon, ich glaube, 45 Grad fast hin damit. Das heißt, es wird angestellt. Ich würde dich bitten, das einmal zu machen, weil die Leute, so leid es mir tut, müssen das mal zeigen, weil das ist eine ganz tolle Funktion, wenn ich die tagsüber zum Beispiel lasse. Ich habe ja noch ein Hubbett. Einer würde zum Beispiel hinten schlafen, einer vorne. Dann könnte der ja auf dem rechten Bereich die Liegefunktion dauerhaft drin lassen. So, jetzt ist es angestellt. Und jetzt haben wir wirklich, wenn du dich jetzt mal da reinsetzt, 1,81 Meter. Schlank bist du ja. Das heißt. Ich wäre gerne schlank, ja. Und früher war ich noch mal. So, und jetzt hast du die Möglichkeit, dich einfach da hinzulegen. Jetzt noch unten drunter noch ein kleines Kissen. Dann wäre die Welt ist sogar dabei. Mach mal. Schauen wir mal. Geht. Fehlt nur noch der Fernseher. Fehlt nur noch der Fernseher, ja. Aber das ist schon sehr gemütlich, oder? Ja. Okay, klasse. Ja, die nächste Besonderheit kommt. Wir haben Unmengen an Kleiderschränken, obwohl gar kein Kleiderschrank da ist, kein richtiger. Denn die haben das so gut gelöst bei Karthago. Man kann einfach hochklappen mit einer Feder. Genau, die Polster sind geteilt. Ist natürlich hier noch in Folie eingepackt, deswegen ist es ein bisschen schwierig halt. Aber der Kleiderschrank wird hochgeklappt, die Türe wird geöffnet hier unten. Das ist das Polster, das kann man hier reinigen, um ein Doppelbett hier rauszubauen. Und der Kleiderschrank geht runter in den Doppelboden, dass man da auch, sagen wir mal, Jackets oder Kleider hängen könnte. Da ist auch an der linken Seite ein Expander dran, da kann ich was einklemmen zum Beispiel. Da kann man einen Tisch einklemmen für draußen zum Beispiel oder drinnen oder was weiß ich, können wir da. Man könnte das Polster jetzt zum Beispiel damit befestigen, halt, damit es nicht hin und her fliegt. Das würde auf dem Absatz oben stehen. Genau, es geht nochmal tief runter, das heißt also auch für etwas längere Kleidungsstücke wie Mäntel, die haben hier Platz und es ist beheizt, wie man sieht. Aber natürlich, der ganze Doppelboden ist beheizt. So, das gleiche auf der anderen Seite. Schränke kann man nie genug haben, man kommt sehr bequem ran. Das Ganze hält auch von alleine, wenn die Folieabwehr, die wir natürlich dran lassen. Genau. Das Lattenrost, jetzt ist wieder gerade und dann zeigen wir mal, jetzt kann man das Einzelbett zum Doppelbett umbauen und da hat sich Karthago was Besonderes einfallen lassen, nämlich eine ausziehbare Treppe. Genau, wir ziehen hier unten das Brett raus. Das Polster, das wir da unten drin gesehen haben, legen wir hier rein. Mhm. Damit das Problem, dass wir hier nicht mehr hochkommen. Und dann fahren wir einfach die ganze Treppe noch vor. Warte, ich gehe mal kurz in die Dusche und dann zeige ich das nochmal, wenn du es nochmal machst. Ja, das ist der Vorsprung. Dann nehmen wir das Polster einfach mal raus, dann kann man sich das besser vorstellen. Ja. Da ist das Polster und dann habe ich auch einen bequemen Einstieg trotz Doppelbett. Doppelbett käme natürlich nicht mehr in das Bett hinein, wenn ich nicht gerade Carlo Trainer bin, Hochspringer halt. Aber dafür ziehe ich dann einfach die Treppe aus und dann komme ich wieder bequem ins Doppelbett hinein. Genau, wenn du das mal gerade machst, zum Zeigen. Also einfach draufsteigen, Po drehen, von
nicht drin. Ich könnte dann, habe die Qual der Wahl, ob ich quer oder längs liegen möchte. Längs würde gehen, die, da, das ist breites Bett? Das würde sein 1,70 Meter ungefähr. Bis hierhin, also das wäre natürlich ein großes Doppelbett, ein Querbett, aber ich könnte es natürlich auch als Längsbett nehmen. Ich sag mal, ein kleines Kind könnte dann in der Mitte liegen halt, aber das ist dann, glaube ich, Geschmackssache. Das macht jeder, wie er es für richtig hält. Ja, bei uns fahre oft in der Mitte. Ja. Das ist so der, in der Ritze, wie wir mal sagen. Ja. Genau, hinter dir sind große Fächer, mach mal auf bitte, die man auch gut rankommt. Hier kann ich dann beladen, was ich möchte. Und auch hinten habe ich das, ich habe Steckdosen überall, USB, ich habe Licht, Lampen zum Lesen habe ich drin. Also indirekte Beleuchtung, du hast die kleinen Leselampen, die du separat schalten kannst halt. Also lichttechnisch ist an Karthago schon recht ausgefeilt. Und ich glaube, es gibt auch kein Fahrzeug, das derartig viele Lichtquellen hat und so viel Lux erreicht wie ein Karthago. Hell. Ja. Er ist hell. So, jetzt gibt es das nächste Highlight. Man kann diesen Raum komplett abtrennen. Das heißt, wenn ich jetzt Ruhe haben möchte, kann ich das Schlafzimmer vom Bad entkoppeln. Ja, nicht nur die Ruhe, der Vorteil ist natürlich auch, dass du den Raum nach vorne schließen kannst. Das ist eine Raumtür? Also, das Schließen halt. Der Vorteil ist, hier hinten kann dir keiner reinschauen. Die Fenster sind 2,30 Meter hoch, aber von vorne durch die Windschutzscheibe könnte man schon reinschauen und alles zu verriegeln, zu verrammeln. Bloß, weil du vielleicht die Badehose einmal wechseln möchtest, ist es natürlich viel schneller, dass du einfach die Türe einmal davor schlägst. So, dort ist das große Bad, das ich gerade von der Dusche aus filme übrigens. Ich stehe gerade in der Dusche drin. Bin 1,83 und habe richtig viel Platz noch. Das zeigen wir gleich mal. Und hier sieht man die Toilette, die kann man drehen. Die lässt sich drehen, ja. Überall habe ich Fächer, Staufächer auch in den Spiegeln drin. Insgesamt 4 Stück im Spiegel. Von der Tiefe her, ich zeig's mal gerade. Meins mal aufmachen. Das ist ungefähr die Tiefe. Dann habe ich das Fenster oben drüber, habe viel Licht. Habe also nochmal so eine Art Schminklicht nochmal mit drin. Und ich kann mich sogar waschen, wenn ich sitze. Das ist eine Besonderheit, die viele Menschen auch möchten, dass man da vielleicht ein kleines Polster drauf machen kann, wenn man es noch höher gerne hätte, kann sich da hinsetzen und kann sich dann im Sitzen sogar waschen oder Zähne putzen und so weiter, falls jemand nicht mehr so gut zu Fuß ist. Wenn man das möchte, würde das gehen, ja. Sehr schön. So, jetzt kommen wir mal zur Dusche, denn du hast mir ja eben schon gesagt, das ist einer der beliebtesten Grundrisse, die es gibt, denn die Dusche ist getrennt, ich muss nichts umbauen, ich kann einfach reingehen. Genau, die Dusche ist wirklich ganz separat. Das ist natürlich der große Vorteil, wenn es dann natürlich sauber machen geht, dass ich hier nicht jedes einzelne Teilchen trocken machen muss, sondern dass das hier alles ein bisschen schneller geht. Wir haben eine Einlage in der Dusche drin, das heißt, wenn jetzt vielleicht auch mal einer mit Badeschlappen oder sonst was hineintritt, die Duschwanne nicht sofort verkratzt wird, die kann auch drin bleiben, die ist wasserfest während des Duschens, lässt sich aber natürlich auch rausnehmen, um es besser zu pflegen oder dass ich vielleicht nur 2-3 cm mehr Stehhöhe bekomme. Wenn du mal reingehst, 1,81, du bist schon ein großer durchschnittsdeutscher Baujahr. Was bist du? 62. 62. 62 waren hier noch nicht alle so groß wie du. Aber heute ist ja 1,80 Meter, bist du schon klein. Mein Sohn mit seinen 1,98 Meter, wie gesagt, da zeigt mir das ganz klar vor Augen, wie groß die Jugend heute wird. So, drehen einmal. Ja, also es geht auch mit 90 Kilogramm. 90 Kilo hast du? Ja. So, da würde sogar noch mehr gehen und da oben vom ist Gewicht auch noch von der Größe. Vom Gewicht, glaube ich, würde auch jemand mit 100 Kilo reinpassen und mehr. Ich glaube schon, ja. Hier vorne hat man dann noch oben die Möglichkeit, genau, es ist Kleider. Eine kleine Kleiderstange halt, wie gesagt, nasse Sachen halt, lassen sich natürlich hier fantastisch reinhängen. Denn wenn es ein bisschen tropft, macht es auch nicht aus. Das ganze Ding ist ja mit Kunststoff ausgeschlagen. Also nicht schlimm. Der ganze Aufbau ist ja holzfrei. Also sollte hier jemals Feuchtigkeit eindringen, es gibt auch eine, ich sag mal, entsprechende Garantie für Dichtigkeit. Wie lange ist die? Der Karthago gibt 6 Jahre Garantie auf die Dichtigkeit, teilweise 10 Jahre sogar. Aber es hat sich tatsächlich in der Praxis gezeigt, wenn irgendwas ist. Gut, das ist gleich von Anfang an, das wird dann wirklich gleich zum Anfang auftreten. Aber dem Karthago, dem Aufbau, macht es in der Tat nichts aus. Das ist aber sehr selten, wenn irgendwas. Es ist sehr selten halt, wie gesagt, deswegen soll das Fahrzeug einmal im Jahr zu einer Dichtigkeitsprüfung, Kontrolle ist besser als Nachsicht halt. Aber wenn wirklich mal was wäre halt, wie
gesagt, dem Aufbau würde es wirklich nichts ausmachen halt. Das ist wichtig. Da ist nichts, was aufquillt, das Holz, was schimmelt. Das kann nicht passieren. Das kann nicht passieren. Das Möbel natürlich, aber da muss man schon sehr vermessen sein, wie gesagt, wenn das Wasser bis zum Möbel vordringen würde. So, das Dach ist aus GFK auch? Das Dach ist oben, also von innen Aluminium, von außen ist es GFK, weil das nochmal resistenter gegen diese Witterungseinflüsse, insbesondere gegen den Hagel ist. Und da geben dann viele Versicherer auch, ich glaube, einen Rabatt von, ich meine, 20% auf die Vollkasko oder auf die Teilkaskoversicherung, weil eben, wie gesagt, der Hagel im Fahrzeug nichts anhaben kann. So, man kann nochmal, wenn einer vorne Fernseh schaut, jetzt kann man das Schlafzimmer nochmal entkoppeln. Zeig mir das mal bitte. Da gibt es nochmal jeweils eine Tür. Eine Schiebetüre drin. Ja, Zehnachsknopf, damit die Türe wirklich nicht aufgeht, von vorne. Hier haben wir auch einen. Das kenne ich von meinem Hund. Oh, ist das schön hier mit dem Gelenk in der Mitte. Den Fernseher auch mal ein bisschen lauter stellen könnte. Man hört dich nicht mehr. Es ist echt krass. Ich stehe noch in der Mitte. Du stehst in der Mitte. Wenn du mal noch eine Türe hinter. Genau, wenn du mal kurz rausgehst, die Tür mal zumachst hinter dir und laut schreist. Wirklich laut. So, gibt es auch noch andere Reisemobile neben Karthago? Lauter! Ob es noch andere Reisemobile gibt neben Karthago? So, und jetzt mal leise sprechen, normal. Aber natürlich nicht so gute. Okay, er hat gesagt, es gibt noch andere Reisemobile wie Karthago. Ja, es ist schwer zu verstehen, aber ist es so, wenn du jetzt normal laut gesprochen hättest, ja, ich hätte dich nicht mehr verstanden. Also es ist dann, man kann dann auch schlafen. Ja, also wie gesagt, das ist der Vorteil halt, wie gesagt, zwei Holzschiebetüren dazwischen, das dämpft schon einiges weg. Prima. So, dann gehen wir nochmal nach vorne. Also ein paar Details haben wir jetzt mal gezeigt. Warum ist ein Karthago teurer? Ich glaube, jetzt wird es vielen einsichtig. Das, was ich jetzt investiere, kriege ich später beim Wiederverkauf wieder raus. Sie sind sehr gefragt. Du hast selbst als einer der ganz großen Karthago-Händler Europas keine gebrauchten im Moment. Hast du letztes Mal schon erwähnt. Also wir haben keine Gebrauchtfahrzeuge. Und wenn wir mal welche haben, haben sie unverhältnismäßig kurze Standzeiten. Ja, prima. Gehen raus, machen die Abmoderation. Ein wichtiges Auto für Karthago. Der Karthago C-Tourer I194 auf Fiat 160 M-Jet mit Automatikgetriebe, mit allem drum und dran, Rückfahrkamera 107.393 Euro. Und das sind die technischen Daten von dem Modell hier. Der wäre noch zu kriegen im Moment? Der steht noch zur Verfügung, ja. Der steht zur Verfügung und heute drehen wir am 20. Oktober 2020. Aber die Zeit ist schnelllebig, oder? Fahrzeuge gehen schnell weg. Momentan, trotz der, ich sag mal, fortgeschrittenen Jahreszeit, haben wir gut zu tun und auch die Fahrzeuge gehen relativ schnell weg, ja. So, ich zeig's nochmal kurz von der Seite. Vielen Dank erstmal. Wir sind bei Hermann Caravans und Reisemobile und hier steht der C-Tourer. Da gehen Gasflaschen unterwegs und so sieht er von der anderen Seite komplett aus. Danke fürs Zuschauen.